Tagesordnungspunkt 8 aufrufe und in die Debatte einbringe, möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass der Versuch, sich zum Tagesordnungspunkt 2 und der Frage, wann die dritte Lesung zum Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds nun stattfindet, der Versuch, sich einvernehmlich zu verständigen, leider gescheitert ist. Die Fraktion der Piraten bleibt bei ihrem Widerspruch, die dritte Lesung direkt im Anschluss an die zweite durchzuführen. Damit zieht das, was wir im Ältestenrat prophylaktisch als Plan B diskutiert haben und verabredet haben, dass es nicht zu einer Sondersitzung in diesem Jahr kommt, sondern dass dann damit die dritte Lesung zum entsprechenden Gesetzentwurf im nächsten Jahr in der nächsten ganz normalen ersten Plenarsitzung stattfindet. Ich gehe davon aus, dass damit der Antrag auf Sondersitzung heute Abend obsolet ist und wir das auch noch schriftlich bekommen. Darüber hinaus möchte ich Sie noch bitten, mit mir gemeinsam eine Korrektur fürs Protokoll vorzunehmen. Ich habe offensichtlich vorhin beim Tagesordnungspunkt 2, als wir über den Entschließungsantrag abgestimmt haben, zwar zur Kenntnis genommen und dachte auch, ich hätte gesagt, dass die Piraten auch gegen den Entschließungsantrag mit der Drucksache Nummer 4673 gestimmt haben, aber der stenografische Dienst findet das nicht. Gibt es jemanden, der Widerspruch dagegen erhebt, dass ich den Widerspruch dagegen erhebt, dass die Piraten so abgestimmt haben, dass sie dagegen gestimmt haben? Nein. Dann können wir das im Protokoll jetzt an dieser Stelle, sonst hätten wir die gesamte Abstimmung noch mal durchführen müssen. Dann können wir das im Protokoll an dieser Stelle vermerken und haben damit die Unterlassungssünde von mir geheilt und niemand hat ein Problem im späteren Ausfertigen des Protokolls. Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 4587, Verfall der Infrastruktur und Rückbau des ÖPNV stoppen, Finanzmittel sichern und vorziehen, Kommunen beistehen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Piraten Herrn Kollegen Bayer das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute direkt an Sie, ob als Abgeordnete oder manche von Ihnen sind ja auch Mitglieder einer Partei. Sie werden auch im nächsten Jahr wieder mit Menschen in Ihren Wohnorten und Wahlkreisen sprechen, über Schule, Wohnen, Verkehr, auch über den Landeshaushalt und seine Wirkung auf die Kommunen. Es geht dann um Schließungen von Baulücken, Schließungen von Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Immer spielt die Mobilität eine Rolle. Das beste Jugendzentrum nutzt nicht, wenn es nicht problemlos erreicht werden kann. Doch genau das ist häufig ein Problem, der Weg, die Mobilität, die Lebensqualität dabei. Vor allem für diejenigen, die auf die Nutzung des ÖPNV angewiesen sind. Und heute haben Sie vielleicht Bedenken gehabt, nicht zeitig nach Hause zu kommen, aber hier geht es um Menschen, die millionenfach überhaupt mobil sein wollen und vielleicht auch zeitig nach Hause kommen wollen. Und wer Zeitungen liest, gerade im aktuellen Raum Essen, Duisburg, Mülheim, der weiß, dass noch viel größere Probleme vor der Tür stehen und denkt sich vielleicht noch, irgendwer wird es schon richten. Doch wer? Was werden Ihre Parteikollegen wohl in den Kommunen antworten? Das Land müsse endlich etwas tun oder der Bund? Die Kollegen im Landtag müssten jedenfalls endlich mal in die Puschen kommen. Jeder Verkehrspolitiker weiß, dass sich der ÖPNV in NRW auch durch die Versäumnisse der Politik in der Vergangenheit in einem beklagenswerten Zustand befindet. Die Summe, die die Landesregierung verkündet hat, lautet, wir brauchen 1,1 Milliarden Euro bis 2016. Und das ist keine Wunschsumme, sondern eine Mindestsumme. Die Frage ist, woher? Wer hat sich darum gekümmert? Wer hat sich überhaupt darum gekümmert, dass der ÖPNV finanziell nicht den Bach runtergeht? Die Landesregierung verweist traditionell auf den Bund. So haben wir auf die Große Koalition gehofft und im Koalitionsvertrag des Bundes steht, wie Herr Paul gestern bereits sagte, nichts. Herr Bricken von den Grünen hat gestern die gleichen Zahlen wie wir im Antrag genannt und kommt gemeinsam mit uns, wie die gesamte Fachwelt, zu dem Ergebnis, die eingeplanten Mittel reichen hinten und vorne nicht. Oder finden Sie, Minister Groschek, dass die 1,25 Milliarden Euro statt die angestrebten 2,7 Milliarden Euro pro Jahr ein gutes Verhandlungsergebnis sind? Haben Sie bei den Koalitionsgesprächen über Nahverkehr überhaupt gesprochen, Herr Groschek? Ich frage Sie ganz persönlich, wollen Sie nur kurzfristig Ausgaben reduzieren oder langfristig Infrastruktur sichern? Und das auch an Herrn Beu und Herrn Löcker
Und da auch die Frage, was sagen die Mitarbeiter der Straßenbahn da vielleicht dazu? Können Sie gleich antworten. Frau Kraft hat gestern erklärt, es ging ihr um Haushaltskonsolidierung. Wir Piraten forderten zusätzliche Investitionen, sagte sie. Doch wir fordern die notwendigen Investitionen für langfristig weniger Ausgaben. Infrastruktur hinzustellen und dann verfallen zu lassen, ist nun mal keine nachhaltige Investition und die auch nicht nachhaltigen Haushalten. Das heißt eher kaputt sparen. Im ÖPNV sehen wir das zentrale Element aller zukünftigen Mobilitätsszenarien und das zentrale Element der Mobilität, um das sich der Staat, also die Politik, also wir, kümmern müssen. Daher haben wir hier im Parlament bisher als einzige Fraktion Anträge zum ÖPNV gestellt. Und daher werden wir das Thema ÖPNV auch immer wieder hier im Landtag einbringen und Sie bisweilen daran erinnern. Bisher verweist Minister Groschek nur immer wieder auf den Bund. Mehr Regionalisierungsmittel aus Berlin soll es geben. Aber die Frage ist, wann? Die Höhe soll zwar im nächsten Jahr überprüft werden, aber es gibt keine Steuererhöhung. Eigentlich warten wir da auf eine neue Föderalismusdebatte, die aber vermutlich eher Jahre dauern wird. Dann ist 2016 vermutlich längst vorbei. Letztlich tragen also die Kommunen das ganze Problem. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen verschlimmert die Situation auch bei den Empfängerstädten zusätzlich. Und auch Bürgerbusse, Minister Groschek, sind keine Lösung, sondern eine Notlösung, die sich die Regierung nicht zu eigen machen sollte. Das Ehrenamt darf nie dafür herhalten, dass staatliche Leistungen abgebaut werden. Wir bieten mit diesem Antrag die naheliegendste Lösung. Das, was der Bund mobilisiert, muss von NRW auf jeden Fall eingefordert werden. NRW muss die Mittel, die ihm zustehen, beanspruchen und kann hiermit aufzeigen, wie dringend sie für den Erhalt einer besonders sensiblen Infrastruktur, den ÖPNV, benötigt werden. Und wenn ich da OO höre, dann frage ich, haben Sie eine andere Idee? Ich bin gespannt darauf. Wir brauchen die 1,1 Milliarden Euro und wir sollten über alle Ideen diesbezüglich reden. Und übrigens später brauchen wir auch noch viel mehr Euro, aber das dann danach. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Löcker. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer! Der anerkanntermaßen schlechte Zustand unserer Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen beschäftigt uns ja schon ein paar Monate in ganz unterschiedlicher Art und Weise. In Kommission, deren Kommission, Bodewig-Kommission, ÖPNV-Kommission Nordrhein-Westfalen. Alle Akteure, meine Damen und Herren, sind übereinstimmend zu der Erkenntnis gekommen, dass erheblich mehr Geld, insofern ist der Bedarf völlig klar, fließen muss in die Infrastruktur Nordrhein-Westfalens und in den ÖPNV. Von NRW ist in den Monaten der Debatte ein Signal ausgegangen, auch dank der klaren Sprache des Verkehrsministers dieses Landes, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Darüber sind wir uns alle einig. Es war eben ein großer Vorteil für die öffentliche Wahrnehmung, dass sich alle Landesverkehrsminister darauf einigen konnten, gemeinsame Beschlüsse zu fassen und diese auch einstimmig sozusagen als Forderung an den Bund weiterzuleiten. Die klare Botschaft, der Bund muss auch mehr tun für die in die Jahre gekommene Verkehrsinfrastruktur, gerade im Westen dieser Republik. Und deshalb waren die Forderungen von 7,2 Milliarden auch berechtigt. Diesen Finanzierungsbedarf, der muss in irgendeiner Art und Weise auf die Schiene gesetzt werden, wenn man so sagen will, damit wir in diesem Land auch vorankommen und den Sanierungsstau beseitigen können. Dieser Umstand, dass wir das gemacht haben über mehrere Monate, hat auch dazu geführt, dass dieses Thema während der Koalitionsverhandlungen in der Diskussion gewesen ist. Und dabei sind dann eben diese 5 Milliarden Euro zusätzlich Infrastruktur für Deutschland herausgekommen. Und es ist auch nachzulesen, dass es ein Plus an zusätzlichen Mitteln im Wege der Nutzerfinanzierung geben soll. Heißt Lkw-Maut. Wird auch von Pkw-Maut geredet. Nichts Genaues, meine Damen und Herren, weiß man aber noch nicht. Es ist davon die Rede, aber Zahlen können wir eben noch nicht registrieren. Und diesen Umstand, Herr Bayer, nimmt nun die Piratenfraktion zum Anlass, mit dem letzt vorgelegten Antrag der Landesregierung sozusagen einen entsprechenden Anforderungskatalog vorzulegen und eine ganze Reihe von Maßnahmenvorschlägen für die Finanzierung des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen zu machen.
Sie fordern hier ein Sofortprogramm für den ÖPNV, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen und auch den Anteil nach dem bekannten Verteilungsschlüssel, der ja heute schon nicht funktioniert, auch für die nächsten 3 Jahre sozusagen im Voraus vorzustrecken. Und Sie verlangen heute auch von der Landesregierung schon deutliche Hinweise darauf, wie denn die eventuelle Nutzerfinanzierung aussehen kann. Und im Übrigen schon ganz klar eine Position, wie groß ist der Anteil an Finanzmitteln fürs Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, mein Sachverstand sagt mir, Ihr Antrag ist an Intransparenz kaum zu überbieten. Will ich mal sehr deutlich sagen. Er ist nämlich ohne Substanz und aus unserer Sicht ist er eher reiner Aktionismus. Und ich weiß auch nicht, ob wir mit zunehmender Dauer dieser Legislaturperiode mit weiteren Anträgen dieser Art rechnen müssen. Wenn Sie Ihr Thema Transparenz dauerhaft platzieren wollen, dann sollten Sie solche Anträge in Zukunft unterlassen. Sie sind nämlich das Gegenteil davon. Wer 354 Millionen pro Jahr für 14, 15 und 16 für ein ÖPNV-Sofortprogramm und dies auch noch im Wege einer Vorfinanzierung fordert, der lässt nämlich völlig außer Acht, dass dieser Anteil bis heute nur in Aussicht gestellt ist, meine Damen und Herren. Und ob er in voller Höhe kommt, das wissen wir noch gar nicht, wenn tatsächlich der Königsteiner Schlüssel angewendet wird. Ob diese Verteilung also kommt, muss zunächst geklärt werden. Sollten die 354 Millionen Euro jeweils für die Jahre tatsächlich zur Verfügung gestellt werden können, muss dieser Anteil eben auch allen Verkehrsträgern, meine Damen und Herren, zur Verfügung gestellt werden. Es kann ja hier nicht nur um ÖPNV gehen, es darf nicht nur um ÖPNV gehen. Und deshalb Ihre Priorität an der Stelle hin oder her, klar ist, dass das eben für alle drei Sparten gilt, für die Infrastruktur im Allgemeinen. Ihre Empfehlungen, Rahmenbedingungen für eine Nutzerfinanzierung zu schaffen, sage ich mal ganz persönlich, interpretiere ich mal wieder so. Dies ist ein weiterer Versuch, Ihr Leib- und Magenthema eines ticketlosen ÖPNVs wieder einmal mehr öffentlich zu platzieren. Wir hoffen für Sie, Herr Bayer, dass Sie die anderen Inhalte dieses Antrags nicht nur deshalb zusammengetragen haben, weil Sie in diesem Jahr zum 5. Mal dieses Thema hier im Parlament platzieren wollten. Das wäre der Sache nämlich überhaupt nicht gerecht. Wir wollen, meine Damen und Herren, und wir müssen auf die zusätzlichen Finanzierungszusagen aus dem Bund zunächst warten. Nur dann sind wir in der Lage, auch seriöse Planungen und Annahmen für eine solide Ausfinanzierung dieser Defizite und der Beseitigung zu machen. Das wäre solide Politik und darauf haben übrigens auch die Gemeinden und die Städte ein Recht. Abschließend will ich noch sagen, natürlich stehen wir gerne zur Verfügung im Fachausschuss für mehr Transparenz, Herr Bayer, in der Sache zu sorgen. Es wird sich nämlich sehr schnell herausstellen, dass dieses Thema wirklich wichtig ist, aber eben zu wichtig, als dass wir mal eben an einem Nachmittag per Beschluss ein paar hundert Millionen Euro, wenn sie denn wirklich kommen sollten, auch bewegen könnten. In diesem Sinne wünsche ich uns erhellende Beratung im Fachausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Rehbaum. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mobilität bedeutet Lebensqualität. Daher ist die Mobilität der Menschen ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir in Deutschland und in NRW leben in einer hochmobilen Gesellschaft und wir haben uns alle an eine mobile Lebensweise gewöhnt. Das gilt gleichermaßen für die Menschen in unseren Städten als auch im ländlichen Raum. Mobilität bedeutet, am täglichen Leben teilzunehmen, zum Beispiel zur täglichen Fahrt zur Schule oder Arbeit, Besuch bei Freunden und Verwandten, Freizeitgestaltung, Einkäufe tätigen, Arzttermine wahrnehmen und viele andere Anlässe. Insofern ist Mobilität auch ein Grundrecht, wie es im Antrag der Piraten gleich zu Beginn steht. Das will ich hier auch gar nicht bestreiten. Aber im Antrag liegen einige Denkfehler. Der erste und der, auf den ich mich heute hauptsächlich beschränken möchte, ist die einseitige Ausrichtung auf den ÖPNV. Wir halten es für falsch. Alle Verkehrsträger müssen gleichwertig und bedarfsgerecht behandelt werden. Intermodalität ist das große Ziel in der Verkehrspolitik. Wir müssen in Reiseketten denken, wir müssen die Umstiege sichern und wir dürfen uns nicht auf die Seite einseitig eines Verkehrsträgers stellen. Wir dürfen eine
ein Ausspielen von Verkehrsträgern gegeneinander nicht zulassen. Die traditionell einseitige Ausrichtung der Verkehrspolitik kennen wir ja schon von den Grünen hier in NRW, und die Piraten sind gerade auf dem besten Weg, dort auch recht ideologisch zu werden. Wir müssen dafür sorgen, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Das ist absolut richtig, und er muss attraktiver werden. Gelegentlich müssen wir aber auch fragen, wie zum Beispiel in Mülheim passiert, ob der Bus oder die Schiene das richtige Verkehrsmittel auf einer Destination ist, auf einer Relation ist, Entschuldigung. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass das Radwegenetz erweitert wird, dass Lücken und Engpässe im Straßennetz geschlossen werden und dass Ortsumgehungen geschaffen werden für die Bürgerinnen und Bürger, die in den betroffenen Ortschaften tagtäglich unter der unerträglichen Verkehrsbelastung leiden. Und wir müssen natürlich die Mittel, die zur Verfügung stehen, auch abrufen. Was nutzt unserem Land ein lückenloser ÖPNV bis in die entlegensten Winkel, wenn der Verkehr auf unseren Straßen gleichzeitig zusammenbricht? Die CDU-geführte Landesregierung hat in den Jahren 2005 bis 2010 gezeigt, dass es möglich ist, alle Verkehrsträger auszubauen. Wir haben wesentliche Fortschritte bei allen Verkehrsträgern erreicht. Nie zuvor hat es in Nordrhein-Westfalen mehr Straßenbau und mehr Radwegebau gegeben als in dieser Zeit. Zudem wurden unter Schwarz-Gelb die Grundlagen für den Ausbau der Betüwe-Linie sowie für den RRX gelegt. Beides wird einmal dazu führen, dass mehr Menschen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen werden. Eine einseitige Förderung eines einzelnen Verkehrsträgers zulasten der anderen ist mit der CDU nicht zu machen. Daher ist der vorliegende Antrag für uns in seiner jetzigen Form nicht akzeptabel. Die Fraktionen von CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, in den kommenden 4 Jahren wird es zusätzlich 5 Milliarden Euro Bundesmittel für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur geben. Dies ist die beste Investition für neue Arbeitsplätze. Herr Kollege Rehbaum, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Bayer würde Ihnen gerne eine Frage, Zwischenfrage stellen von den Piraten. Mentau. Ja, vielen Dank, Herr Rehbaum. Nun haben Sie gerade die 5 Milliarden Bundesmittel noch mal erwähnt. Was sagen Sie denn dazu, dass da ursprünglich 7,2 pro Jahr, also das mal 4 genommen, eingeplant waren von den Verkehrsministern aller Länder und jetzt diese 5 Milliarden zur Verfügung stehen und das vermutlich, wenn wir gar nichts tun, einfach so in gar nicht verschiedene Verkehrsträger fließt, sondern schlicht und einfach in Bundesstraßen? Die Uhr muss wieder angestellt werden? Nein. Nee? Achso, wunderbar. Ja, was sage ich dazu? 5 ist weniger als 7. Zunächst. Ja. 5 Milliarden ist weniger als 7. Natürlich, jeder Euro zusätzlich in Verkehrsinfrastruktur ist gut angelegtes Geld. Und ich gehe davon aus, dass in den anstehenden Verhandlungen, die dann auch hier im Land stattfinden werden, eine ausgewogene Mischung der Verwendung der Mittel stattfinden wird. So sehe ich die Arbeit bei uns im Verkehrsausschuss an, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen. Und da ist auch großes Vertrauen, dass die Mehrheitsfraktionen hier ihrer Verantwortung nachkommen. Ich möchte abschließen an dieser Stelle. In den kommenden 4 Jahren wird es also diese 5 Milliarden Euro Bundesmittel geben. Und das ist tatsächlich eine gute Investition. Es kann immer mehr sein, ganz klar. Und das sind 1,25 Milliarden Euro im Jahr. Auch das ist richtig. Damit erbringt die neue Bundesregierung natürlich einen guten Beitrag für die Infrastruktur. Und ja, wie gesagt, das muss umgesetzt werden. Das heißt, in den kommenden Jahren, Herr Bayer, müssen wir uns zusammensetzen, die Weiterleitung der Mittel im Haushalt besprechen. Und wir müssen an der Stelle aufpassen, dass Bus und Bahn angemessen berücksichtigt werden. Dafür brauchen wir allerdings den Antrag der Piraten nicht. Die Überweisung an den Ausschuss tragen wir natürlich mit, denn jede Debatte, die sich auch mit dem ÖPNV beschäftigt, ist eine gute Debatte. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Beu.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werter Herr Bayer. Völlig richtig ist, dass die ÖPNV-Zukunftskommission sehr gute Arbeit geleistet hat und klare Ziele und Aufgaben definierte. Wir werden weiterhin im Ausschuss genau beraten, wie diese Ziele erreicht werden können. Sie haben auch recht, dass der ÖPNV aus Klimaschutzgründen erhalten, gestärkt und ausgebaut werden muss, dort, wo es wirklich Sinn macht. Nicht überall macht ein Neubau oder eine Sanierung Sinn, wenn man beispielsweise an die vielen überdimensionierten Tunnelanlagen denkt, die Folge des Stadtbahnbaus in den 60er und 70er Jahren ist. Das Ziel muss sein, ökologisch und ökonomisch vernünftig auszubauen und zu optimieren. Das von Ihnen angeprangerte Problem des Sanierungsstaus in den kommunalen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs ist völlig unbestritten. Der Sanierungsstau ist über Jahre gewachsen und ist oftmals auch das Ergebnis der Sparmaßnahmen vieler Oberbürgermeister und vor allem vieler Stadtkämmerer, die nicht zwingend notwendige Maßnahmen ja gern immer weiter schieben und auch keine Rücklagen bilden, genauso wie die Verkehrsunternehmen auch diese nicht vorgenommen haben. Das heißt, hier steht man dann vor dem Problem jahrelang unterlassener Unterhaltungsmaßnahmen und wie weiter. Und dann ist es natürlich relativ einfach, immer nach dem Land als Finanzier zu schreien. Statt schon viel früher umzudenken und statt in immer neue Straßenneubauten in den Halt und in den ÖPNV zu investieren, wurde zeitgleich zum Straßenneubau der Sanierungsstau im ganzen Land deshalb immer höher. Aber auch beim ÖPNV muss der Erhalt Vorrang vor Neubau haben. Wichtig ist, dass Rot-Grün in NRW dieses dringend notwendige Umdenken im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat und jetzt sogar die Bundesregierung dieses Umdenken zumindest auf dem Papier übernommen hatte. Die Prioritätensetzung Erhalt statt Neubau muss es in den Finanzierungswegen widerspiegeln. In den anstehenden Gesprächen der Länder mit der neuen Bundesregierung wird es auf eine für NRW gerechtere Mittelverteilung ankommen, aber es wird auch um die Fortschreibung und Dynamisierung der Entflechtungsmittel und der GVFG-Mittel geht. Herr Kollege Boy, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt auch unterbreche. Der Herr Kollege Schemmer würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber gern. Ja, schönen Dank, Herr Boy. Sie sprachen davon, dass Sie jetzt ja die Prioritäten geändert hätten, also die Koalition, die jetzt regiert, Erhalt vor Neubau. Nun gucke ich mir das ja von den Ergebnissen her an, die frühere Landesregierung hatte im Jahre 2009, habe das ja noch mal nachgesehen, 80 Millionen für den Erhalt an Landesstraßen und 70 Millionen für den Neubau. Das waren 150 Millionen. Dem stehen im Jahre 2014 90 für den Erhalt und 42 für den Neubau. Das sind 132 Millionen gegenüber. Das heißt also 150 Millionen für die Landesstraße 2009, 132 im Jahre 2014, ein weniger von 18 Millionen. Ist nicht da, was auf Bundesebene passiert ist, nämlich zusätzliche Finanzmittel für den Straßenbau zur Verfügung zu stellen, genau das Gegenteil von dem, was Sie hier machen, nämlich die Mittel für den Straßenbau zu reduzieren? Nein, Herr Schemmer, Sie werden sich nicht wundern, dass ich die Frage natürlich nur verneinen kann. Ich habe ja eben das Verhältnis gesehen. Wenn ich Ihre Zahlen einfach übernehme, dann kommen Sie doch bei dem einen Fall, bei Ihrer Mehrheit, zu einem Verhältnis 9:7 oder 9:8. Und jetzt kommen wir bei der jetzigen Regierung zu einer Quote 2:1 für den Erhalt gegen den Neubau. Und das ist natürlich völlig richtig. Die andere Diskussion, Herr Schemmer, kann ich mir ja wirklich auch sparen, nach dem Motto Schuldenbremse und am Ende ausgeglichener Haushalt. Wann kommen wir dahin, wenn Sie gleichzeitig immer fordern, mehr Geld ins Verfahren zu tun und gleichzeitig immer im Prinzip behaupten, am Ende wäre es letztendlich dann im Prinzip nicht richtig, dann kann man dieses einfach nur immer wieder zur Kenntnis nehmen. Ihre eigenen Zahlen haben belegt, dass jetzt Erhalt von Neubau richtig ist, was damals 50-50 nicht der Fall war. Deshalb, wie gesagt, die Zahlen haben Sie selber, Herr Schemmer, im Prinzip geliefert. Herr Kollege Beuth, bevor Sie fortfahren, es gibt den weiteren Wunsch einer Zwischenfrage bei Herrn Kollegen Bayer von den Piraten. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Boy. Ich schließe gleich dann an Herrn Schemmer an. Können Sie mir sagen, wie viel Geld, denn wenn es im Koalitionsvertrag steht, momentan das Land für Instandhaltung von ÖPNV und generell ausgibt, wenn man nicht die durchgeleiteten Bundesmittel wie Regionalisierungsmittel und Entflechtungsmittel nimmt?
Ich hatte Ihnen gerade, Herr Bayer, ja auch versucht, schon darzulegen, dass es natürlich primär auch Aufgabe erstmal gewesen wäre, im Laufe der Zeit auch für die jeweiligen Gebietskörperschaften, für die jeweiligen Kommunen und auch für die jeweiligen Verbünde, eigentlich Rücklagen zu bilden und ihre entsprechende Infrastruktur über die Laufe der Jahre zu erhalten. Es ist doch so, wenn Sie ein Eigenheim beispielsweise besitzen würden, ich weiß nicht, ob das der Fall wäre, dann müssten Sie natürlich, je größer es ist, auch dafür Sorge tragen, dass es im Prinzip unterhalten werden kann und können es nicht letztendlich auf die Allgemeinheit, in dem Fall auf das Land, primär abschieben. Das ist halt so. Das heißt, die Eigenverpflichtung muss letztendlich auch nachgewiesen werden. Und deshalb ist auch der Weg, wir haben ja gerade ganz bewusst eine dezentrale Struktur im öffentlichen Nahverkehr hier in diesem Land gewählt. Andere Bundesländer haben einen anderen Weg gewählt. Dann ist es auch primär Aufgabe, dann der entsprechenden Gebietskörperschaften dafür Sorge zu tragen, rechtzeitig im Prinzip entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. In den anstehenden Gesprächen der Länder mit der neuen Bundesregierung wird es auf eine für NRW gerechtere Mittelverteilung ankommen. Aber es wird auch um die Fortschreibung und Dynamisierung der Entflechtungsmittel und der GVFG-Mittel gehen. Denn hier hat die neue Bundesregierung ja in ihrem Koalitionsvertrag keine klaren Aussagen getroffen, aber eine Einigung mit den Bundesländern in Aussicht gestellt. Denn der Koalitionsvertrag im Bund hat zwar das Problem benannt, aber die vereinbarten zusätzlichen Mittel für den Verkehrsbereich liegen deutlich unter dem Bedarf, ermittelt durch die Dörre-Kommission und auch unter den Empfehlungen der Bodewig-Kommission. In dem Punkt stimmen wir Ihnen durchaus zu. Es gibt auch keine klaren Aussagen zu der Verwendung der Mittel, Bund, Länder, Gemeinden, Verkehrsträger, wer erhält welches. Auch da ist es natürlich richtig. Gerade bei Regionalisierungsmitteln, Entflechtungsmitteln, GVFG etc. bleibt man im Ungefähren, was die Perspektiven insbesondere nach 2019 angeht. Perspektiven braucht es aber. Entscheidungen müssen noch in dieser Bundeslegislaturperiode getroffen werden, damit wir auch zukunftsweisend dort tätig werden können. Weil da noch viele Details fehlen, kann ein Land auch nicht einfach ein Sonderprogramm zur Vorfinanzierung auflegen. Denn wir wissen ja gar nicht, wenn wir vorfinanzieren würden, was am Ende tatsächlich dann für uns NRW zur Verfügung gestellt würde. Wenn diese für das Land, für die Aufgabenträger, für die Kommunen und für den ÖPNV so wichtige und entscheidende Hürde genommen ist, werden wir diese Mittel natürlich, wie wir auch bereits im Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz bereits beschlossen haben, dann dem ÖPNV und somit auch dem Erhalt von uns weitergeben. Die Frage einer ÖPNV-Abgabe wurde ja bereits mehrfach von Ihnen thematisiert. Ebenso wurde die damit einhergehenden systematischen Schwierigkeiten bereits benannt. Das sollte deshalb eigentlich getrennt von der Frage des Sanierungsstaus betrachtet werden. Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen im Ausschuss und würde mir dort auch von Ihnen eine konstruktive Mitarbeit wünschen und hoffe, dass Sie auch noch andere Ideen als die sogenannte ÖPNV-Abgabe, Ihre überall und ständig publiziertes Bürgerticket haben. Denn um ein solches Ticket einzuführen, bräuchten wir vorerst doch erstmal die nötige Infrastrukturausweitung. Und die scheitert in NRW nicht nur am fehlenden Geld, sondern teilweise auch am fehlenden Raum und am fehlenden Platz, der letztendlich dieses gar nicht ermöglichen würden. Aus all diesen Gründen ist es richtig, diesen Antrag in den zuständigen Ausschuss zu verweisen und doch weiter zu debattieren, wie man das von allen als wichtig anerkannte Thema gerade vor dem Hintergrund der neuen Bundesregierung wirksam in NRW-Interesse vorantreiben kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beu. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Rasche. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz drei Stichpunkte zu diesem Antrag. Erstens, im Speziellen geht es hier um die Unterfinanzierung im ÖPNV. Die ist vorhanden, da sind wir uns alle einig. Wer allerdings so einseitig auf einen Verkehrsträger setzt und so einseitig die Bundesebene völlig vergessen lässt, der handelt weltfremd. So kann man in der Verkehrspolitik kein Ziel erreichen. Deshalb stimmen wir der Überweisung natürlich zu, aber zielführend ist der Antrag nicht. Zweiter Punkt, meine Damen und Herren, im Ganzen sind natürlich alle Verkehrsträger unterfinanziert. Alle Verkehrsträger. Und alle Verkehrsträger sind wichtig, verkehrsmäßig die Straße am wichtigsten. Und wir müssen überall investieren, weil wir ja an der Substanz einen Raubbau betreiben. An der Substanz einen Raubbau. Wir vernichten also Staatsvermögen und das müssen wir schleunigst ändern. Dritter und letzter Punkt, und der bezieht sich dann auf den Koalitionsvertrag in Berlin. Rückblickend auf die Bodewig-Kommission, die gefordert hat, wir brauchen nur über 15 Jahre, um die Infrastruktur instand zu halten, über 7 Milliarden Euro jährlich. Tja, was haben wir bekommen? Schaue ich auf das Wahlprogramm der Kollegen der SPD. Dort steht drin,
Wir kriegen mindestens 2 Milliarden zusätzlich jährlich aus Haushaltsmitteln. Ja, und bekommen haben wir rund 1 Milliarde jährlich. Ich weiß nicht, wer sich da durchgesetzt hat in der Koalition, meine Damen und Herren, aber eins weiß ich ganz genau. Der Verkehrsminister Mike Groschek hätte diesem Koalitionsvertrag bei den Ergebnissen in seinem Fachbereich niemals zustimmen dürfen, hat er wahrscheinlich auch nicht getan. Unterm Strich, meine Damen und Herren, so wie es jetzt ist, bei diesen finanziellen Mitteln auf Bundesebene, auch bei 1 Milliarde im Jahr mehr, wird die Infrastruktur laut Bodewig-Kommission, dort hat Mike Groschek aktiv mitgearbeitet, weiterhin verfallen. Vielleicht um 10-15% weniger, aber 85% Verfall bleiben. Das kann nicht das Ziel der Verkehrspolitiker in diesem Haus sein, auch nicht des Ministers. Deshalb haben wir noch gemeinsam eine gewaltige Aufgabe vor uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rasche. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek. Ja, Kollege Rasche, lieber Christoph, ohne Ihnen zu nahe zu treten als Abgeordneter, aber man sollte abwägen, welcher Partei man angehört, dann darf man auch intensiver abstimmen über solche Koalitionsverträge. Aber das war nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, dass wir die Chance haben zu einer großen Gemeinsamkeit auf Landesebene, weil hier 4 Redner im Grunde große Schnittmengen charakterisiert haben, um nicht das Trennende zu betonen. Ich glaube, Herr Rehbaum, dass der große Vorteil der Großen Koalition ist, nicht jetzt die Stellen hinterm Kommas der 1 Milliarde, da sage ich gleich noch was zu, sondern der große Vorteil ist, dass zum ersten Mal beide großen Parteien sich dazu bekennen, überjährig und verkehrsträgerübergreifend zu finanzieren. Das ist ein Glücksfall, gerade für uns, wenn es in die Tat umgesetzt wird. So, jetzt kommt ein Nebenruf in Richtung Kollege Schemmer. Ja, es mag sein, dass der Jahrgang 2009, genau wie beim Rotwein, auch bei der schwarz-gelben Verkehrspolitik mal ein Ausnahmejahrgang war. Aber ansonsten hat mein Vorgänger Oliver Wittke, der ja immer recht naseweiß kommentiert, 2006 den Personalabbau beim Landesbetrieb Straßen-NRW um 20% forciert, hat also Planungskapazitäten dramatisch abgebaut und nicht aufgebaut. Das ist eine Erblast, die nicht auf unsere Kappe geht. Herr Minister Groschek, bitte. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage bei Herrn Kollegen. Gerne. Ist eigentlich schon wieder vorbei, weil es etwas länger gedauert hat. Ich hatte die schlichte Frage, ob Sie sich nicht vorstellen können, dass wir alle Jahre guten Rotwein gerne trinken. Ich glaube, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir können uns ja wechselseitig einladen. Ich bevorzuge Rioja, ich weiß nicht, was Sie trinken, Herr Schemmer. So, aber jetzt wieder zum Verkehr. Der Koalitionsvertrag in der Finanzierungsstruktur ist nicht so ganz einfach. Der wird auch umkämpft bleiben und deshalb kündige ich an, dass ich Sie alle brauche, denn es geht nach wie vor im Nahkampf in Frontstellung Länder gegen den Bund. Da können die Überschriften noch so freundlich sein. Das Kleingedruckte wird wieder den Bund auf der einen Seite und die Länder auf der anderen Seite sehen. Und deshalb müssen wir gemeinsam in Richtung Berlin wachsam bleiben, was die Umsetzung angeht. Also nochmal, wir werden durch den Koalitionsvertrag jährlich 1,25 Milliarden Steuermittel mehr kriegen. Wir werden für die Schieneninfrastruktur 500 Millionen versus 600 Millionen Euro mehr kriegen, weil die Bundesbahn ihre Gewinne nicht mehr an Schäuble abtreten muss, sondern behalten darf und ins Netz reinvestieren darf. Ganz wertvoll. Und wir werden die Summe X Lkw-Mautverbreiterung zu einem späteren Zeitpunkt als 2014 dazukriegen. Über den Blödsinn Pkw-Maut will ich mich hier an dieser Stelle nicht auslassen. Blödsinn deshalb, weil die nicht deutsche Pkw-Maut kein Beitrag zur Finanzierung unseres Infrastrukturproblems ist, sondern anderen politischen Erwägungen geschuldet ist, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Das wird durch den Koalitionsvertrag nicht besser. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, man muss nur 51% von einem Vertrag oder einem Parteiprogramm gut finden, um dabei zu bleiben. Bei mir war das deutlich mehr, um die Frage noch mal zu beantworten, Herr Kollege Rasche. Herr Minister Groschek, würden Sie eine zweite Zwischenfrage zulassen? Diesmal nicht von Herrn Schemmer, der hatte sich ja zum Rotwein schon geäußert, sondern von Herrn Kollegen Bayer von den Piraten. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Groschek, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe verstanden, es hätte auch schlimmer kommen können und trotzdem waren von den 28,8 Milliarden, die gefordert waren, nur 5.
Sie haben auch eben gesagt, dass doch die Lkw-Maut zusätzlich oben drauf kommt auf die 5. Das habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Haben Sie denn überhaupt über den ÖPNV verhandelt? Also ist für den ÖPNV dort Geld reserviert? Dazu wäre ich ohnehin gekommen, jetzt aber zunächst mal als Antwort auf Ihre Frage. Zu den x Millionen Milliarden Lkw-Mautmittel kommen auf jeden Fall noch die 2 Milliarden Euro reinvestierter Bundesbahngewinn, der nicht mehr zu Schäuble wandert, sondern den Grube in seinem Netz vergraben darf. Also ist das eine deutlich höhere Summe als die zunächst einmal als Ziffer beschriebenen 5 Milliarden Euro mehr für die Infrastruktur. Jetzt komme ich zu dem Thema Entflechtungsmittel, GVFG, Großprojekte, Regionalisierungsmittel. Wir haben nicht umsonst ein verfassungsgerichtliches Gutachten für eine potenzielle Auseinandersetzung in Sachen Regionalisierungsmittel. Und ich kenne nur das Land als Interessenebene und sonst keine Ebene. Und deshalb werden wir mit Macht darauf drängen, dass bei der Neuverteilung der Regionalisierungsmittel mehr Fairness und Gleichberechtigung sich durchsetzt. Denn wir verzichten, um das nochmal deutlich zu sagen, seit 1992 jährlich auf einen Betrag zwischen 350 und 400 Millionen Euro. Summieren Sie den hoch, können Sie sich die eine oder andere Infrastrukturlücke beim schienengebundenen Nahverkehr erklären. Und das dürfen wir uns nicht mehr bieten lassen. Und da müssen wir gegebenenfalls konjunktiv auch bereit sein, verfassungsrechtlich unser Recht durchzusetzen, weil die Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Besserstellung verdient haben bei der Bedienung ihrer berechtigten ÖPNV-Investitionsinteressen. Um das ganz klar anzukündigen, von welcher Position aus wir verhandeln werden, wenn es an der Zeit ist. Die Entflechtungsmitteldiskussion, die GVFG-Diskussion, die Regionalisierungsmitteldiskussion soll gebündelt werden und in das große Paket Föderalismuskommission 3, Überschrift, Neuordnung, Finanzbeziehungen, Bund, Länder, eingepackt werden, weil man da natürlich jeweils meint, Gegengewichte zu haben. Wir brauchen jedenfalls schnellstmöglich eine Reform der Regionalisierungsmittel und wir dürfen den Bund nicht aus seiner gestalterischen Mitverantwortung entlassen. Der kann uns, den Ländern, nicht zuschieben, die Gestaltungsverantwortung, sondern er hat gutachterlich durch uns und unseren Rechtsbeistand verdeutlicht, eine Gestaltungspflicht, und aus der dürfen wir den Bund nicht entlassen, weil der Bund ansonsten Beklagter ist und nicht die Gemeinschaft der Bundesländer, die möglicherweise aus Eigeninteresse gegen uns sein könnten. So, Herr Bayer, Ihre Rede war wieder mal wesentlich besser als der Antrag. Die Milchmädchenrechnung hier und die Einladung zum Scheckbetrug nehme ich mal nicht ganz so ernst, weil die 350 Millionen natürlich überhaupt gar nicht gegenfinanziert sind. Und Sie haben als Parlamentarier zumindest mehrheitlich einen Haushalt und eine mittelfristige Finanzplanung verabschiedet, die genau das Gegenteil dessen ausdrückt. Also würde ich mich ja selbst auffordern, wenn ich Ihrem Antrag zustimmen würde, gegen das Votum des Parlaments zu handeln, das mich haushalterisch auf einen ganz anderen Weg schickt, als Sie mich mit diesem Antrag schicken wollen. Die Finanzierungsfragen werden wir noch hinlänglich diskutieren. Wir werden sicherlich im Ausschuss darüber reden, ob es sinnig oder unsinnig ist, so etwas wie eine Nahverkehrsabgabe für alle zu fordern, welche Konsequenzen das für den Ausbau und die Betriebskosten hätte. Also eine lange Kette von weiteren Diskussionen. Ich glaube, die seriöse Auseinandersetzung ist immer konkret. Wir haben heute der Regiobahn im Kreis Mettmann 33 Millionen übereignet, um die S28 weiterzubauen zwischen Mettmann und Wuppertal. Wir haben die S13 praktisch beauftragt. Wir werden den RE-Verkehr verstärken als Vorlauf zum RRX. Und welches Fundament Sie auch immer gelegt haben, lieber Kollege Schemmer, ich jedenfalls durfte auf diesem Fundament endlich rechtsverbindlich eine Finanzierungsvereinbarung zum RRX abschließen. Wir müssen mit dem Bund und der Bahn noch jede Menge neuer Projekte miteinander verabredet beschließen. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam die Interessen Nordrhein-Westfalens 2014 gegenüber jedermann und auch dem Bund zum Ausdruck bringen, der diesen Interessen zuwiderhandeln wollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Der Minister hat die Redezeit um 1:50 überzogen. Wenn es den Wunsch gibt, der Fraktionen diese Zeit ebenfalls in Anspruch zu nehmen, möge man sich jetzt melden.
Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Beratung zum Tagesordnungspunkt 8 und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksachennummer 4587 an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr federführend sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Jemand dagegen? Enthaltung? Beides nicht der Fall. Damit ist der Tagesordnungspunkt 8 auch abgeschlossen. Bevor ich den Tagesordnungspunkt 9 aufrufe, möchte ich die Kolleginnen und Kollegen darüber